Live and loud. Ach, wo ist, was ist der Computer? Thomas, du bist schon live, aber ich mach nichts. Ich hoffe, dass du ernst zu nehmen bist. Hast du vorne die Tür zugemacht, dann Luca? Ah, super. Super. Gut. Tipptopp. Aber der Flo. Alright. Achso, da kommt noch ein Kunde. Ich glaube, frag den Flo mal, ob du es zumachen sollst. Ja. Danke dir. Let's go. Alles klar, sind wir bereit? Ja. Tipptopp, alle Daumen hoch. Okay, dann geht's los. Ja, das letzte Mal dieses Jahr, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer vor allen Dingen heute. Hier sind wir wieder bei unserem wöchentlichen Primetime-Webinar. Heute mit einem, finde ich, meinem Lieblingsthema, ja, Dehnen. Ja. Ich glaube, die meisten Männer mögen dieses Thema unglaublich gerne. Ja, wenn du sagst so, Dehnen, ja. Aber wir wissen, es ist notwendig. Und es ist natürlich auch zum Teil kontrovers diskutiert. Muskellängentraining, Yoga, Beweglichkeitstraining. Also da gibt es viele Sagen. Es gibt welche auch Behauptungen oder Hypothesen, dass man gar nicht dehnen kann. Ja, also es gibt nichts zu dehnen. Ja, also deswegen, da wollen wir heute diskutieren. Und ich habe heute natürlich wieder tolle Fachexperten da. Gehen wir erstmal hier zu meiner Linken, meine Partnerin, die Barbara. Ja, also die ist eine große Verfechterin von denen, sagt jedes Mal nach dem Joggen, sagt sie mir, dehn die hintere Kette. Ja, wenn ich sage, der Daniel hat gesagt, es kann man gar nicht dehnen, wenn man unter Narkose ist, dann dann bin ich voll beweglich. Ja, das ist, findet nur im Kopf statt. Also deswegen haben wir da die Barbara und dann haben wir natürlich hier den Daniel im Blau, heute im blauen Shirt, der Professor Dr. Daniel Kaptein, Dozentenkollege von der DHFBG aus dem Trainingsbereich. Und in der Mitte, aus meiner Sicht, in dunkelgrau heute, ja, vor der Landkarte oder was es im Hintergrund ist, unseren Experten, den Thomas Kani, ja, auch seit 30 Jahren bei der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit, auch Dozentenkollege, hat schon in allen Trainingsbereichen gearbeitet. Beide sind auch bei uns bei Primetime Fitness in der Trainingsentwicklung, Trainingssteuerung und auch in der Audit, also dass unsere Trainer das Richtige machen oder das Richtige richtig machen, ja. Und geleitet das Ganze heute wie immer im 37. Mal von Michael Remlinger, unserem Marketing- und Franchise-Chef, der auch die ganze Moderation macht. Das heißt, wer heute zum ersten Mal da ist, wir haben eine super Teilnehmerzahl, wir haben über 100 Anmeldungen, das ist sensationell. Am letzten sozusagen Arbeitstag vor im Jahr 2020, was wir aus dem Fitnessbereich sicher gerne hinter uns lassen, das 2020. Aber sind wir natürlich froh, dass ihr so zahlreich dabei seid. Und dann wollen wir schon gleich ein bisschen in die Diskussion reinsteigen. Und als erstes habt ihr dort eine kleine Frage, wer zum ersten Mal dabei ist. Ja, ich darf natürlich hier angrützen, dass ich schon ein paar Mal dabei war. Ja, und da sind wir ganz kurz gespannt. Einfach schnell ausfüllen, wer ist heute zum ersten Mal dabei, wer ist schon häufiger dabei. Da haben wir eine kleine Übersicht. Wichtig ist noch zu sagen, ihr könnt jederzeit unten rechts habt ihr das Feld, da könnt ihr immer euren Kommentarspalte schreiben. Ja, also könnt ihr Kommentare reinschreiben. Und der Michael Remlinger, der wird immer schauen, wo er die Fragen reingrätscht und wo die gut reinpassen. Normalerweise schaffen wir es immer, alle Fragen eigentlich zu beantworten während des Webinars. Ja, also deswegen haut ruhig Fragen raus. Er fasst die auch öfters mal zusammen, wenn man die ein bisschen clustern kann, so dass man dort, dass man das Ganze ein bisschen interaktiv ist. Und wir sehen auch, je mehr Feedback reinkommt, desto lieber haben wir das. Ja. Oh, das ist relativ ausgeglichen, gell, Michi? Zum ersten Mal und häufiger, gell? Absolut. Also wir haben einige heute zum ersten Mal mit dabei, was mich sehr, sehr freut. Und dann wünsche ich euch da auf jeden Fall von meiner Seite aus super viel Spaß. Wenn irgendwas sein sollte, Technik streikt oder irgendwas nicht passt, gerne unten im Chat mit mir kurz kommunizieren. Ich bin jederzeit für euch da. Sind es mehr Frauen oder Männer? Oh, das wissen wir jetzt nicht, oder? Aber das müsste. Da kann der Michael lesen, kurz zum Vornamen. Na, alles gut. Gut, dann legen wir los. Daniel, erste Frage an dich. Ich habe ja eben schon so provozierend ein bisschen gesagt, oder ich weiß nicht, ob du es mir mal erzählt hast, oder ich habe es bei der Trainer-B-Lizenz, die ich beim Thomas gemacht habe, aufgeschnappt, dass man, wenn man unter Narkose ist, ja, dass ich voll beweglich bin. Also heißt es ja, statisch muss gar nicht dehnen, weil meine Muskulatur kann alles, die volle Amplitude, das Ganze ist nur durch irgendeinen blöden Schmerz gehemmt. Also ich bin eigentlich voll flexibel, nur der Kopf sagt irgendwie, nee, sollst du nicht machen. Was steckt dahinter?
Ja, also im Endeffekt von der Theorie oder von der Praxis her, der Kopf steuert ja eigentlich alles. Also daher auch die Beweglichkeit, jegliche Form der Bewegung im Allgemeinen. Und es ist so, das gab mal ein Experiment vor ein paar Jahren. Ich glaube, das war an der Universität Mainz, ist auch wurscht wo. Im Endeffekt hat man da Leute unter Vollnarkose halt, die vorher nicht beweglich waren, zu einer vollen Gelenksamplitude gebracht. Schmerz war natürlich, weil haben wir nichts gemerkt, aber war auch danach keine Verletzung, keine Muskelrisse oder was auch immer erkennbar. Also dementsprechend die Muskulatur lässt es zu. Die Muskulatur ist aber auch nur ein, nennen wir es mal, Organ, was Befehle empfängt. Also sprich, das wird alles vom Gehirn gesteuert. Und weißt du, was das Ergebnis war davon? Das Ergebnis? Ja, ob die dann hinterher tatsächlich, ob das anhalten war? Nee. Also das Ding ist halt, das ist nur kurzfristig. Also das, es gibt ja auch so andere Dehnformen halt, womit man relativ schnell die Bewegungsamplitude vergrößern kann. Da kommen wir vielleicht gleich mal zu. Der Effekt, der ist relativ kurz anhaltend. Also daher, um das vorwegzunehmen, wenn man beweglicher werden möchte, also eine volle Gelenks- oder Bewegungsamplitude erreichen möchte, muss man regelmäßig dehnen. Was man da gemacht hat, war halt letztendlich zu prüfen, inwieweit ist von der Muskulatur oder eben vom Nervensystem abhängig. Und da muss man sagen, es ist abhängig vom Nervensystem. Und das kennt man ja auch so vom Dehnen, wenn man... Der Schmerz. Ja, genau, also das Schmerzfeedback. Und das kennt man ja auch so vom Dehnen. Da setzt irgendwann der Dehnreiz ein. Das ist so ein, sagen wir es mal, so ein Zugschmerz, so ein unangenehmes Gefühl. Deshalb lassen es auch viele. Was ja auch nicht verkehrt ist, also man soll da nicht in Schmerz reingehen. Aber dieses Gefühl, das lässt ja auch nach ein paar Sekunden nach. Also sprich, da sieht man schon, das ist alles im Endeffekt ein Gewöhnungsprozess und eine Interaktion zwischen dem Gewebe bzw. den Schmerzrezeptoren, den Nozizeptoren werden die genannt, und dem Gehirn. Also daher letztendlich ist es so, dass das eher eine neuronale Geschichte ist, das Dehnen. Was wichtig ist natürlich, weil Zielsetzung sollte es ja immer sein, dass jeder von uns die volle Bewegungsamplitude erreicht oder aufrechterhält. Das macht dann auch ein Training im Allgemeinen, also sowohl beim Krafttraining dieses Full Range of Motion, volle Bewegungsamplitude effektiver, weil der Muskel länger unter Last ist oder die auch volle Gelenkamplitude dann dementsprechend dazu beiträgt, dass halt die Lasten besser verteilt werden über die Gelenkfläche etc. Beim Laufen im Endeffekt das Gleiche. Also je beweglicher man ist, desto größer ist beispielsweise die Schrittlänge, also ne, die Bewegungsamplitude. Ergo brauche ich halt auf 1000 Metern entsprechend weniger Schritte, um vorwärts zu kommen oder um die Wegstrecke zu vollziehen. Also ich kann mein Bein quasi... Die Schrittlänge verbessern, die Streckung optimieren. Genau. Wir kennen das alle. Ich denke, wir können ja alle das Spagat. Also deswegen wissen wir ja, wie das geht. Gell? Ja, das ist aber wieder eher Gelenkigkeit. Also muss man auch wieder differenzieren. Das ist aber ein guter Punkt. Das ist aber ein guter Punkt. Ja. Was ist Dehnen und was ist Gelenkigkeit? Weil der Daniel sagt gerade, Spagat ist Gelenkigkeit. Ja. Erklär mir mal den Unterschied zwischen Gelenkig und Dehnung. Ja, also Gelenkigkeit, das ist, sagen wir mal, genetisch vorgegeben. Also unsere Gelenkstruktur, die sieht bei jedem etwas anders aus. Also ich sag mal so, der typische Asiat, der hat eine relativ große Gelenksamplitude. Deshalb sind die auch recht gut in so Gewichtheben, also olympischen Gewichtheben, Kampfsport etc. Das liegt einfach daran, wie sie beispielsweise bei der Hüfte, habe ich jetzt so eine Hüftpfanne, also eine relativ so ein Nussgelenk, was gut oder eine hohe Stabilität hat, oder habe ich eine, sagen wir mal, relativ flache Pfanne, die eine große Amplitude, aber geringe Stabilität zulässt. Und ich glaube, davon muss man abhängig machen. Der einzige Mensch, der ein Scharnier hat in der Hüfte, weißt du? Ja, genau. Also wenn das der Fall ist, ja, muss man aber ganz klar sagen. Ich meine, je nachdem, was für eine Gelenkstruktur man hat, da ist ein Spagat nicht machbar und auch nicht sinnvoll. Also erstmal nicht sinnvoll, zweitens nicht machbar. Oder wenn man das erzwingt, dann wird es im Regelfall zu einer Überlastung, vielleicht Verletzung, offenbar zu Schmerzen kommen. Also daher, ob man jetzt einen Spagat kann oder nicht, ist eher genetisch gegeben. Ob man seine volle Bewegungsamplitude erreicht, hat dann eher mit der Beweglichkeit zu tun, sprich, ob die Muskulatur, das Nervensystem diese Bewegungsamplitude zulässt. Also sprich, das kann man trainieren, aber Gelenkigkeit nicht. Daniel, woher weiß man das, was man für eine Gelenkstruktur hat?
Das kann man testen. Ne? Röntgenbild wohl eher. Ja, genau. Also ja. das ist dann also ein 100% Röntgenbild. Man kann es auch testen, beispielsweise bei einer Kniebeuge, welche Standposition, in welcher Position man eine größere Amplitude hinbekommt. Man merkt es auch. Also da setzt natürlich ein gewisses Körpergefühl voraus, aber man merkt es auch, ob dann auf die Hüften jetzt bezogen da irgendwann so ein gewisser Punkt erreicht ist, wo es einfach, ich sag mal, hakt. Also breit, also muss man auch wieder sehen, bei der Hüfte, hat man jetzt so einen Gelenkkopf oder hat man so einen Gelenkkopf, also enger oder breiter Stand, das ist alles individuell. Also daher so diese ganzen Tipps, die man da so bekommt, Sumo, Squat und wie das alles heißt, das funktioniert, aber nicht bei jedem. Also sprich, kommt auf die Gelenkstruktur einer Person halt an. Aber daran kann man das erkennen. Ja, anfangen mit der leichten Erhöhung und dann kann man es ja auch leichter flach machen, ja. Ja, das ist wieder Sprunggelenk dann. Ne? Wenn du jetzt auf die Fersenerhöhung aus bist, da ist es dann eher das Sprunggelenk, was ja dann letztendlich halt unterstützt wird. Also grob gesagt, hier ist es dann so, wenn man die Ferse anhebt, dann hat das Knie die Möglichkeit, beziehungsweise man kann dann vom Knie weiter nach vorne schieben. Ergo braucht man letztendlich oder hat man eine größere Amplitude, die Hüfte kann aufgerichteter bleiben oder die Wirbelsäule kann aufgerichteter bleiben. Das sind eher so, nennen wir es mal, Tricks aus dem Leistungssport, die auch wieder davon abhängig sind, was für eine Gelenkstruktur man hat. Ne? Also die jetzt aber auch nicht dazu verleiten sollten, das so als Trick zu sehen, mit eine schlechte oder eine mangelhafte Beweglichkeit durch so Fersenerhöhung einfach mal auszugleichen. Also ich sage mal, das wäre so, als würde ich nicht Auto fahren können und setze mich in Porsche. Dann wird es im Regelfall nicht unbedingt gut laufen. Alles klar, gut. Thomas, warum muss ich denn dehnen dann? Also soll ich das machen oder sagst du, na Henrik, Lass mal stecken, was ich natürlich sehr gerne hören würde, wenn es machen muss, ja. Aber muss ich es machen? Und was kann ich erfahren? Was ist meine Erfahrung? Kann ich meine Beweglichkeit optimieren? Was bringt mir das? Vielleicht auch so ein bisschen wird es im Alter vielleicht besser, weil ich im Alter beweglicher oder eher unbeweglicher. Ja, also was ist da so, was soll ich tun? Warum und wieso? Also du kannst das Beweglichkeitstraining kannst du lassen, weil es gibt mittlerweile sehr gute künstliche Gelenkstrukturen. Das heißt also, in dem Moment, wo die Beweglichkeit dann so stark eingeschränkt ist, kann man das operieren. Nein, Quatsch. Man muss immer unterscheiden, für was möchte man dehnen, ne? Was ist eigentlich das Ziel? Und wenn wir schauen, wir sind den ganzen Tag oder viele in einer sitzenden Position, haben eine eingeschränkte Gelenkbewegung, die dann irgendwann vom Körper auch als natürliche Gelenkstellung wahrgenommen wird. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag in einer sitzenden Position bin und richte mich dann, und das über Monate, über Jahre, und richte mich dann zwischendurch mal auf, dann sagt irgendwann der Körper, das ist aber nicht die Gelenkstellung, die ich jetzt als normal empfinde. Ne? Der Daniel hat ja schon erklärt, es sind neuromuskuläre Anpassungen. Und wenn man jetzt, je nachdem, Marshall zum Beispiel, ein Wissenschaftler, sagt, es sind atroneuromuskuläre Anpassungen. Das heißt also auch das Gelenk betreffend. Wir haben ja ganz viele Rezeptoren dort, die Gelenkstellung, Gelenkwinkel, Schmerzrezeptoren, Spannungsrezeptoren, Vibrationsrezeptoren, die dann dementsprechend die Informationen ans Gehirn weiterleiten. Und gehen wir mal ein bisschen zurück in die Natur und schauen uns einfach mal an, wenn ein Hund aufsteht oder eine Katze aufsteht, wie die sich räkelt, wie die sich lang zieht. Da könnte man sagen, das ist wie wenn der Körper ein Reset macht und schaut, welche Bewegungsamplitude ist denn jetzt möglich, welche Bewegungsamplitude ist schmerzfrei. Und da speichert sich das Gehirn dann ab und dementsprechend hat er dann anhand von dem Reset eine gute Bewegungsamplitude und kann sich dementsprechend auch gut bewegen. Für Dehnen hat ja viele Funktionen. Möchte ich die Beweglichkeit verbessern? Möchte ich die Beweglichkeit erhalten? Möchte ich dem Körper einfach nur mal zeigen, wie weit kann ich mich denn schmerzfrei jetzt bewegen in meinen einzelnen Gelenken? Das alles sind Unterschiede und deswegen ist es auch schwer, pauschal zu beantworten, macht es Sinn zu dehnen oder keinen Sinn zu dehnen? Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man es sieht. Also ich würde sagen, von der Natur her ist es wichtig, dass man mal
seinen Körper in allen Bewegungsrichtungen durchbewegt, damit er einfach auch mal weiß, was ist überhaupt möglich. Und ich lerne das in jeder Stunde, wenn ich mit der Doreen Yoga mache, lerne ich Stellen in meinem Körper kennen, die ich vorher noch nie so durchgeführt habe in der Bewegung und merke auch, dass man sich besser bewegt, dass man sich vielleicht von der Koordination her besser bewegt. Und deswegen, Henrik, kommen wir leider nicht drum rum. Auch ich bin in dem Muffel. Wir brauchen die Beweglichkeit und deswegen müssen wir, wenn wir die im Alltag nicht haben, auch dehnen. Also ich meine, ich lässt da immer so ein bisschen darüber, aber ich kann es 100% nachvollziehen, weil ich weiß, auch im Personal Training mit dem Stock und so weiter, also weil du kriegst gar nicht richtige Trainingsübungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade im Personal Training habe ich Dinge gelernt, eine natürliche, du hast, oder andersrum, du denkst, du stehst gerade, ja, in Wirklichkeit stehst du krumm, du denkst, du gehst gerade runter mit Grabenbrücken, in Wirklichkeit bist du total bucklig, ja, also durch diese Aufrichtung, auch Dehnung und so weiter. Ich glaube, ein gutes Training ist gar nicht ohne eine gute Beweglichkeit möglich, weil das funktioniert einfach nicht, ja. Aber da wäre auch gleich meine nächste Frage. Barbara, welche Körperbereiche, welche Muskulatur sollte ich eigentlich dehnen? Muss ich jetzt alles dehnen? Muss ich jedes Mal auch den Bizeps und weiß ich den Trizeps und hier Pectoralis, hintere Kette? Was soll ich alles durchdehnen? Also, wenn ich an mich selber denke, eigentlich alles. Oh Gott. Also leider eigentlich alles, ja, weil also da ist jetzt wirklich, ich meine, ist der Tag rum. Ja, ist tatsächlich so. Ich bin jetzt nicht mehr die Jüngste und da ist ziemlich viel im Argen, ja, schon. Also ich war immer sehr, ein ambitionierter Sportler und der natürlich, ich gehöre zu den Frauen, die nicht so dehnfähig sind. Ich bin eher so ein Kraftpaket immer gewesen und gib ihm, ja. Und ja, den haben wir mal so ein bisschen gemacht, aber das war dann immer so 5-Minuten-Story, ja. So wie eben bei vielen Männern das eben auch so der Fall ist, wenn überhaupt. Ja, bei Henrik weiß ich ja den gar nicht, also der will nicht. Und ja, also und ich mache es jetzt gezwungenermaßen. Und gut, ich muss hauptsächlich, und das glaube ich, ist bei vielen Leuten auch so, mein Psoas dehnen, ja. Psoas und nochmal Psoas. Welcher ist der Psoas? Was ist das? Der Hüftanzieher, Hüftbeuger und auch die Ischios. Ja, also das sind so, und Waden gehören auch mit dazu. Also das, ja, aber es ist einfach, ja, und Brustmuskulatur gehört auch mit dazu, weil du immer krumm sitzt, ja. Also das, da gibt's, also das, da kommst du vom Hundertsten zum Tausendsten und du musst eigentlich dir wirklich sehr, sehr viel Zeit nehmen fürs Dehnen, damit es tatsächlich was bringt. Ja, ansonsten jetzt, geht's nicht. Jetzt sind das ja angenehme Sachen. Und jetzt will ich gerade. Das ist nicht Moment, angenehm. Nee. Aber das sind jetzt angenehm. Also, wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, du musst dehnen. Aber ich kann das selber sagen. Und Thomas, ich weiß, dass du sehr viel auch mit Therapie zu tun hast oder hattest auch und sehr viel therapeutisch gearbeitet hast. In Physiopraxen etc. Und mir ist es auch mal passiert, ich bin relativ viel gejoggt und dann habe ich so in der so über der Patellasehne irgendwie so Schmerzen bekommen vom Joggen und dann hat die Barbara mal gesagt, du musst einfach deine Waden dehnen. Dann sage ich, hör zu, es ist doch auf der Frontseite, warum soll ich die Waden dehnen, wenn es auf der Frontseite wehtut? Ja, das hängt halt alles zusammen. Also vielleicht jetzt für unsere Zuschauer, die jetzt viel, also zwei Fragen will ich eigentlich stellen. Ich, glaube, ich muss da mal gleich dazu sagen, weil ich wusste, dass Henrik seine Wadenmuskulatur richtig verkürzt hat. Sagen wir mal so. Ja? Genau. Ich weiß, laut Five gibt es keine verkürzten Muskeln, aber da kommen wir ja noch hin. Ne? Aber ich weiß, dass die total bei Henrik angespannt sind und deswegen wusste ich, also das wird ihm jetzt erstmal ganz schnell helfen. Das stimmt. Wenn er das macht. Ich hatte auch zeitweise ein bisschen Achillessehnenprobleme. Ja. Also das kam auch noch dazu. Ja. Da wusste ich auch, das ist auch natürlich klar, das ist ständiger Zug da drauf. Aber vielleicht mal den Zuschauern sagen, dass es vielleicht auch nützlich hat. Ich meine, die beste Nachricht wäre natürlich, wenn einer sagt, ich will eine Hypertrophie, also ich will Muskeln aufbauen. Wenn du ihm sagst, den vorher, dann kommt da mehr rein, so ungefähr, in die Muskulatur und du kriegst einen besseren, einen besseren Pump oder so etwas. Das wäre natürlich so etwas, was jeden motiviert. Ja? Oder wenn hier einer unserer Zuschauer ist, der auch ab und zu so Gelenkschmerzen, Sehnenschmerzen, sowas hat, wenn man dem sagt, hör zu, mach doch vorher vom Laufen, vom Training eine Dehneinheit, das wird dir helfen. Ist das ein Rezept, Thomas, oder ist das jetzt Quatsch, was ich erzähle? Also, du hast verschiedene Fragen gestellt. Also, fange ich mal an mit der Hypertrophie-Frage.
Es gibt wirklich eine Untersuchung, da hat man, also es ist so, der Muskel besteht ja aus Muskelfasern, diese Muskelfasern bestehen aus Myofibrillen, Muskelfibrillen und dort wie so kleine Waggons aneinander sind dann die sogenannten Sarkomere. Und wir wissen anhand von Untersuchungen, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Immobilisation ist, wie zum Beispiel ein Gips, dass dann seriell geschaltete Sarkomere abgebaut werden. Und diese Sarkomere sich aber dann nachher, wenn der Gips entfernt wird, wieder sozusagen neu bilden. Das heißt also, diese strukturelle Verkürzung, die da wirklich stattfindet, die wird dann durch Mobilisation dementsprechend wieder entgegengearbeitet. Und jetzt hat man eine Untersuchung gemacht. Man hat an Enten hat man einen Muskel aus einem Flügel heraus präpariert, hat den mit einer Zugspannung, hat man den an der Ente festgetackert und hat dann nach 24 Stunden Dauerdehnung gesehen, dass sich da neue Sarkomere gebildet haben. Das heißt aber jetzt nicht, dass... Was machen die Sarkomere? Wofür sind die zuständig? Die Sarkomere sind für die Muskelkontraktion zuständig. Ah. Ne? Also wenn du jetzt den Stift nimmst... Die geben Kraft am Ende. Genau, du hast jetzt so diese Stifte hier, der blaue Stift, das ist so ein Myosin-Filament, die Finger sind die Aktin-Filamente und bei der Muskelkontraktion schieben die sich ineinander, das heißt der Muskel zieht sich zusammen oder schieben sich auseinander, der Muskel wird also exzentrisch in dem Moment auseinandergezogen. Und diese Sarkomerstrukturen, das sind Eiweißmolekülketten, die da aufgebaut sind, diese Eiweißmolekülketten, die haben eine fixe Länge, die verändert sich nicht, die überlappen sich nur mehr oder weniger. Das heißt also, beim Dehnen verändert sich diese Struktur an sich nicht. Aber, wie gesagt, bei Immobilisation erreiche ich andere Effekte, wie wenn ich jetzt mich im Alltag bewege. Und das ist das, was man auch immer wieder sagen muss. Viele Sachen, die in der Rehabilitation entstehen, heißt das noch lange nicht, dass das im Normalzustand auch entsteht. Das heißt also, wenn ich eine Immobilisation habe mit einem Gips und sich dann anschließend neue Sarkomere bilden, dann heißt das nicht, wenn ich keinen Gips habe, dass ich dann auch wieder neue Sarkomere bilden, sondern das ist ein therapeutischer Heilungsprozess, der da stattfindet. Und das kann man jetzt ein verletzter Bereich mit einem gesunden Bereich, kann man so eins nicht miteinander vergleichen. Also Hypertrophie, die gehen doch auch nicht übers Ausgangsniveau hinaus. Das muss man auch dazu sagen. Richtig. Also man wird ja nicht länger, weil sonst das wäre ja sonst auch sinnfrei vom Körper. Genau. Ja, richtig. Und dann ist es so, also wie gesagt, für Hypertrophie-Effekte ist das Dehnen jetzt nicht ein Indiz. Wobei man aber weiß, was möchte ich dehnen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sehne habe, du hast ja die Sehne angesprochen, und wenn eine Sehne auf eine Zugbelastung beansprucht wird, dann wird diese Sehne dicker. Das heißt also, es entsteht ein Hypertrophie-Effekt an der Sehne und das habe ich beim Krafttraining, weil ja der Zug vom Muskel über die Sehne auf den Knochen weitergeleitet wird. Aber genauso habe ich das auch beim Dehnen, weil ja da auch eine Zugspannung an der Sehne entsteht. Und deswegen wird in der Therapie auch gedehnt. Ne? Wenn jetzt Verletzungen an der Achillessehne waren zum Beispiel oder wenn jetzt andere Verletzungen sind. Absolut. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass die Bodybuilder auch recht viel dehnen, ja, weil das ist einfach auch natürlich von der ganzen Beweglichkeit und auch von der Form für ihre Kühe oder was die da machen müssen, ist das einfach wichtig. Ja, das ist eine Verletzungsprophylaxe, über den ganz kurz mal einzuwerfen. Also man muss ja sehen, ich meine, Kraftsportler generell dehnen ja viel, weil die einen sehr hohen Muskeltonus haben. Also da muss man ja schon sagen, also ergänzend zu dem, was Thomas meinte halt, also in der Reha sowieso, um einfach wieder den Status quo oder den Zustand, der notwendig ist, um einigermaßen belastbar durch den Alltag zu kommen. Im Leistungssport oder generell Bodybuilding oder Leute, die Krafttraining halt machen, die müssen ja umso mehr auf jeden Fall fokussierter dehnen, weil der Muskeltonus ja dazu führt, dass die Gelenkspannung oder generell die Muskelspannung dazu führt, dass die Gelenke beansprucht werden oder zu stark beansprucht werden. Deshalb sollen die dehnen oder dehnen die auf. Das wird nur nicht in den Videos gezeigt, weil das ist halt nicht so besonders sexy, ne, das Dehnen. Lieber ist dieses Brüllen und an den Gewichten reißen, das ist natürlich für den Zuschauer natürlich wesentlich interessanter, wenn der da steht und macht dann nur eine Übung und hält die da 20, 30 Sekunden. Das ist natürlich nicht so sexy und deswegen wird das auch nicht so gezeigt. Ja.
Sehr es gut. Gibt auch noch eine Ergänzung, aber da muss man auch vorsichtig sein. Das wird dann leider Gottes schon immer im Internet, Gott weiß wie, was heißt nicht Gott weiß wie, aber dargestellt, so Formen von denen, die dazu beitragen, halt, dass ein gewisser Hypertrophie-Effekt gegeben ist, also dieses Nachdehnen, was man aber nicht vergessen darf, Dehnen führt ja auch zu einer gewissen Mikrotraumatisierung in der Muskulatur. Also daher, das ist Fluch wie Segen halt. Also da gibt es dann teilweise Konzepte, die dann dahin gehen und sagen, dann nach dem intensiven Krafttraining danach noch dehnen, um den Hypertrophie-Reiz zu vergrößern, da sollte man vorsichtig sein. Ja, theoretisch funktioniert, praktisch kann aber auch passieren, dass es dann so ein Overkill gibt, also sprich, dass dann die schon vorher beschädigte Muskulatur nochmal eine Überlastung erfährt und dann, sagen wir mal, so im besten Fall nur der Muskelkater intensiver wird, im schlechtesten Fall auch mehr als nur die Muskelmikrotraumatisierung einhergeht, sondern auch dann bis hin zu Sehnen- oder Bänderverletzungen etc. Okay, die Barbara hat ja eben eine relativ radikale These vertreten, man muss alles dehnen, ja, den ganzen Körper durchdehnen. Ich sage jetzt mal, ich weiß, die Welt ist 20-80, also ich bin ja ein Pareto-Optimierer, ja, also mit 20%, 80% erreichen. Vielleicht sind ja auch unter den Zuschauern auch so ein paar Minimax-Leute wie ich, ja. Kann man denen noch irgendeine Hilfestellung geben? Ich weiß, die Barbara, die geht immer volle Kanone, ja. Aber irgendwie, dass man sagt, hier, das sind die großen Muskelgruppen, die sollte man auf jeden Fall dehnen und dann natürlich vielleicht auch sportartspezifisch oder auch geschlechtsspezifisch, wo man sagt, hier, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Weil ich bin auch so jemand, wenn die mir sagt, so, hier, mach mal 5 Minuten diese Muskelgruppen, da muss ich schon sagen, hey, 5 Minuten kriege ich auch hin. Gell? Also gibt es da ne was oder sagt ihr auch, nee, Henrik, lass es, also entweder mach's richtig oder gar nicht. Ja, weniger ist, also Hauptsache man macht schon mal was, ne? Also ich meine, im Endeffekt auch hier wieder ist die Antwort individuell zu sehen. Ich meine, man kann es ein Stück weit verallgemeinern, wenn man sich heutzutage anguckt, wie der Lebenswandel der meisten Leute ist. Das ist ja auch durch ein, sagen wir mal, Homeoffice und so weiter noch forciert worden. Halt, wir sitzen einfach faktisch gesehen viel zu viel. Also Beinfolter ist auf jeden Fall ein Thema, gell? Ja, also generell, man kann fast sagen, alle Flexoren. Und das fängt ja an im Endeffekt halt, ne, mit den Flexoren halt in der Schulter, also sprich Pektoral, also Brust. Muskel, Latissimus, also alle, die die Schulter nach innen ziehen, das ist so eine klassische Haltung, die viele Leute halt haben, dann auch die Halsflexoren, dann die Hüftbeuger, also Psoas hast du eben angesprochen, das ist letztendlich halt so ein Punkt, dann die Ischokoralmuskulatur sind ja auch Flexoren, genau, Regelmäßigkeit ist A und O, die Wadenmuskulatur, also die Triceps-Surae-Muskulatur sind auch Flexoren und das Interessante ist ja, wir sind in so einem Flexionsmuster gefangen durch Sitzen und Thema Stress kommt auch nochmal hinzu und das ist auch so ein Reflex, sagen wir mal, wenn wir gestresst sind, ziehen wir zusammen, also sprich versuchen uns irgendwo zu schützen, je nachdem, was das für eine Situation ist und das haben wir heutzutage durch den, sagen wir mal, Überholspur-Lifestyle, ne, Termindruck, dies, das, jenes halt, soziale, sagen wir mal, ja, Überlastungserscheinungen, dass gerade dann diese Muskeln oder ja, doch diese Muskeln beweglicher gehalten werden sollten und als Ausgleich zum Alltag. Also theoretisch fängt bei manchen das Dehnen schon an, wenn sie sich aufstehen, also hinstellen. Also eigentlich kann man ganz einfach sagen, wenn wir jetzt so eine sitzende Körperhaltung haben, wir schauen uns, wie die Gelenke gestellt sind, müssen wir genau in die Gegenrichtung quasi dehnen. Also wir müssen die Hüftflexoren quasi nach hinten, die sozusagen die Beine durchstrecken, die Schulter nach hinten, Kopf gerade, also alles genau das Gegenteil, wie wir jetzt sitzen. Dann kommt man schon relativ weit, oder? Korrekt. Aber wie ich sage, das ist fast alles. Ja, das ist Chuck Norris, alles. Da kommen wir nicht drum rum. Ja, also, aber wie Thomas ja gerade schon dargestellt hat, also Regelmäßigkeit ist das A und O. Ich meine, Regelmäßigkeit muss man auch definieren. Einmal im Monat ist auch regelmäßig, aber also im Endeffekt deshalb möglichst viel sich hinstellen, möglichst viel bewegen und dann halt, ich sag mal, wenn jetzt jemand viel sitzt, was ja bei den meisten nach der Fall ist, dann sollte man sich auch überlegen, da gibt es ja auch Möglichkeiten zu Genüge, selbst beim Sitzen halt, dass man dann wenigstens versucht, die Hüfte, sagen wir es mal, zu öffnen. Also je nachdem, ich habe so einen Sitz, mehr oder weniger Kissen halt, so einen Sitzblock. Und da kann ich dann immer ein Bein oder eine Hüfte nach hinten schieben halt und dann habe ich schon meine, sage ich mal, einigermaßen Dehnung oder wenigstens halt meine volle Amplitude des Gelenkes und das möglichst häufig dementsprechend durchführen ist schon, ja, der Weg in die richtige oder Schritt in die richtige Richtung. Barbara, wann soll ich dehnen? Vor oder nach dem Training? Oder während dem Training? Oder was sind die Intervalle? Reden wir so ein bisschen, wie soll ich es machen? Soll ich vor jedem Training, nach jedem Training
oder zum Beispiel einmal die Woche intensiv, zum Beispiel eine schöne, wie der Thomas gesagt hat, eine Yogastunde, weil das muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mir sogar wieder Spaß, ja, weil das ist dann eine Stunde, also vorher, nachher. Ein Yoga-Guru. Ja, ja, absolut, aber das finde ich zum Beispiel jetzt einmal die Woche eine Beweglichkeitsstunde, das ist für mich zum Beispiel persönlich angenehmer als jetzt bei jedem Training, ah, jetzt auch nochmal dehnen oder so, also wie würdest du das empfehlen? Ja, also einmal die Woche ist schon mal besser als nichts, aber es ist nicht so wirklich effektiv, sagen wir mal so, einmal also die Woche. Einmal ja, auch eine Stunde reicht dann nicht, einmal die Woche? Es ist besser als nichts, ja. Aber was wäre das Optimale? Es reicht nicht. Also zwei, dreimal die Woche tatsächlich, ja, um deine, also wenn du wirklich was hast, was dir wehtut, solltest du das ja fast jeden Tag machen. Um, dass du wirklich innerhalb von 2-3 Wochen einen Effekt hast. Ja. Okay. Also und auch wirklich eine, wenn du eine Verletzung spürst, wie du jetzt gesagt hast, an der Achillessehne oder am Knie irgendwas, ja, wenn du dann was hast, dann musst du einfach da durch und musst jeden Tag. Ja, aber du weißt ja, wie wir Männer sind, der Schmerz, ja, wenn er aufhört, ist das Beste. Und dann lasse ich es auch. Wenn du, ist wie, ich bin da wie ein Arzt, weißt du, die Therapie ist vorbei, wenn der Schmerz weg ist. Aber der Schmerz hört doch nach dem Dehnen auf. Aber wie? Gerade. Der Schmerz hört doch nach dem Dehnen auf. Also. Ja, genau. Aber gerade bei einer Wade, das kann man relativ schnell hinkriegen. Ja? Hm. Die Wade 10 Minuten lang, jeden Tag, super. Ja? Andere Sachen sind schon etwas komplizierter. Aber Wade geht relativ schnell. Okay, ja? Also ich weiß, in unseren Trainingssessions abends, den Classes, ist ja immer am Ende eine Beweglichkeits-, eine Dehnung drin. Muss ich sagen, das macht mir auch wieder Freude. Das ist nämlich der angenehme Teil, weil da sind wir so zwei Runden, die anscheinend, dann weißt du am Ende nochmal die letzten 10 Minuten, die sehen ich schon herbei. Also in Kursen kann ich euch empfehlen, da ist das immer automatisch dabei. Also das würdet ihr auch sagen, und vor oder nach dem Training spielt keine Rolle, oder? Doch, also vor dem Training, es kommt natürlich immer drauf an, was du machst, aber ich würde tatsächlich immer, und ich glaube, Thomas und Daniel, ihr gebt mir da recht, vor dem Training Mobilisation. Ja, es ist keine Dehnung, sondern es ist eine Art von Warmmachen in die Gelenke reinspüren, ja, was einfach um mehr für mehr Durchblutung zu sorgen. Was ist der Unterschied, Thomas, Mobilisation und Dehnung? Also das ist für mich jetzt gleich. Was ist da der Unterschied? Also diese Diskussion, die wir gerade eben haben, die wird ja auch gerade im Chat hier gemacht. Vor dem Training dehnen, nach dem Training dehnen. Erstens mal die Frage ist, was möchte ich mit dem Training erreichen? Also es gibt genügend Studien, wenn ich jetzt hochexplosives Krafttraining mache oder jetzt einen Sprinter nehme und würde jetzt ausgiebig vorher die Muskulatur dehnen. Das heißt also 30, 40, 45 Sekunden lang mehrere Sätze hintereinander, was man in der Praxis ja eigentlich nicht macht, dann würde dieses Dehnen zu einem kontraproduktiven Effekt führen. Dieser Effekt würde sich sofort wieder auflösen, wenn man jetzt 3, 4, 5 Strecksprünge macht, weil durch die Explosivbelastung, die anschließend gemacht wurde, wurden diese Effekte, diese kurzfristigen Effekte, die man da nachgewiesen hat, wieder neutralisiert. Das heißt, Mobility wäre jetzt für mich einfach mal die Gelenkentstellung, in die Gelenkentstellung gehen. Wir reden da oder man liest da, 5, maximal 8 Sekunden lang mit den Positionen halten, vorm Training, einfach wenn es darum geht, mal die Gelenkentstellung einzugehen. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was man unter dem Dehnen versteht, um die Beweglichkeit zu verbessern oder unter dem Dehnen versteht, den Muskeltonus zu senken. Ich kann ja durch verschiedene Dehnmethoden, zum Beispiel durch dynamisches Dehnen, kann ich ja auch die Muskelamplitude erhöhen. Nehmen wir mal zum Beispiel Schwunggymnastik. Ist ja auch eine Möglichkeit, die Beweglichkeit zu verbessern. Und wir sehen in der rhythmischen Sportgymnastik im Ballett, wird sehr viel mit Schwunggymnastik gearbeitet und die sind extrem beweglich. Ne? Wenn wir im Kampfsport schauen, da gibt es in den einen Kampfsportarten wird statisch gedehnt, in den anderen wird dynamisch gedehnt und alle sind beweglich. Ne? Also da ist es vor allem die Regelmäßigkeit. Es gibt doch nicht die Dehnmethode, die, wo man sagt, das ist die richtige Dehnmethode, sondern es ist ein Methodenpluralismus. Das heißt also viele unterschiedliche Dehnmethoden, die für den Adressatenkreis auch gerecht sind. Ne, Henrik, wir tun uns da vielleicht bei gewissen Übungen, in statischen Dehnübungen, tun wir uns da vielleicht leichter, weil wir dann kontrolliert die Bewegung einnehmen, kontrolliert die Gelenkentstellungen erreichen. Das würden wir vielleicht mit schnellen, ruckartigen Bewegungen nicht so gut durchführen können. Deswegen muss man da wieder unterscheiden. Ne? Also möchte ich jetzt wirklich
dehnen, um die Beweglichkeit zu verbessern? Möchte ich jetzt wirklich dehnen, um den Stoffwechsel zu aktivieren in der Muskulatur oder vielleicht Bindegewebstrukturen auch mal auseinanderzuziehen, dann ist das eine ganz andere Dehnmethode wie das, was wir vor dem Training machen. Bei uns ist das immer ein Menü. Das heißt, wir haben eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise. Die Vorspeise ist das Aufwärmen, da werden die Gelenke spezifisch mal mobilisiert. Das geht los mit Handgelenken, mit Ellbogengelenken mobilisieren. Das würde ich jetzt nicht als Dehnen unbedingt bezeichnen. Dann im Krafttraining würde ich nicht dehnen, weil wir müssen uns immer überlegen, wenn das Ziel ist, Kraft aufzubauen, dann brauche ich die Pause, damit der Muskel durchblutet wird, damit Nährstoffe in den Muskel reinkommen. Und vor allem der Muskel ist vom vegetativen Nervensystem her, ist er ja sympathikoton. Das heißt, mein Nervensystem ist aktiviert. Beim Dehnen würde ich eher parasympathisch werden. Also da macht das Dehnen zwischen den Sätzen eigentlich keinen großen Sinn. Und nach einem schweren Krafttraining, wenn das Ziel wirklich das Krafttraining ist, dann würde man auch nicht direkt dehnen, sondern man würde einfach einen Cooldown machen, ein bisschen Cardiotraining, einfach nur um den Stoffwechsel ein bisschen zu aktivieren und eine Dehneinheit am nächsten Tag oder am übernächsten Tag für diese Muskulatur dann machen. Also ihr seht, ein Riesenunterschied. Daniel gesagt hast, dass du sonst wieder, weil du durch das Krafttraining ja gewisse Reize und auch Verletzungen hast, Mikroverletzungen, könntest du mit dem Dehnen das noch beschleunigen. Verstärken. Du hast ja, aber man muss aber auch sehen, ganz kurz mal noch ergänzend, auch man muss ja auch sehen, das Dehnen ist ja ein Bestandteil des Aufwärmens oder Mobility-Trainings, wie man es heutzutage halt sieht, oder kann ein Bestandteil sein. Aber es ist ja kontraproduktiv, ich sage mal salopp gesagt, einen Muskel Actin-Myosin auseinanderzuziehen, um ihn danach möglichst schnell wieder zum Kontrahieren zu bringen. Also daher ist das so ein Aspekt, also die Frage, auch die kann man nicht pauschal beantworten. Das kommt immer darauf an, wie intensiv wird gedehnt, wie intensiv wird trainiert. Also ich sage mal, intensives Dehnen und intensives Krafttraining oder Sprinten ist ja auch eine Form von Krafttraining, wenn man es mal so runterbricht, das haut nicht hin. Moderates Training und moderates Dehnen, vorher, nachher, überhaupt gar kein Ding. Also weil da letztendlich halt wenig Intensität auf die Strukturen halt kommt. Also da ist es auch wieder eine Frage, die kann man pauschal gar nicht beantworten. Aber ich meine, das Ziel der meisten Kunden, die ins Fitnessstudio gehen, ist ja Ausgleich zum Alltag. Also sprich vom Sitzen langfristig gesehen wegzukommen, Muskeln zu trainieren, die im Alltag halt einfach was in das Wort ist, zu kurz kommen. Und da ist dann letztendlich eigentlich fast sogar sekundär, ob ich jetzt vorher oder nachher dehne. Ist ein Stück weit auch abhängig vom Gefühl. Also deshalb Mobilitätstraining vom Krafttraining definitiv, um, wie Barbara schon gesagt hat, um reinzukommen, um in die Gelenkstrukturen so ein bisschen auch reinzuhören, wie belastbar ist man heute, weil nicht jeder Tag läuft gleich. Genauso gut ist es vom Joggen ja auch so, dass man sagt, man soll erstmal ein paar hundert Meter locker sich einlaufen, also und dann sich, je nachdem, wo man laufen geht, auch eine Parkbank suchen und dann die Muskeln ein Stück weit in eine volle Amplitude oder die Gelenke in die volle Amplitude bringen, die dann beim Laufen notwendig sind. Aber da wäre ein intensives Dehnen halt kontraproduktiv, definitiv. Also wie Thomas ja schon gesagt hat, die Studienlage ist da eindeutig. Ja, ich will da noch eine Ergänzung machen, eine gleich, Michi, weil was einfach wichtig ist, dass wir haben gleich noch mal eine Grafik, ja, und dann haben wir sicher noch ein paar Fragen, auf die Michael eingeht, aber mein Thema ist auch oft, die Menschen sehen ja auch alt aus, nicht weil sie alt aussehen, sondern von der Bewegung alt werden, ja, und das hat ja auch mit mangelnder Beweglichkeit zu tun, also man sieht ja, ältere Menschen kann den Hals nicht mehr richtig drehen, ja, die laufen nach vorne gebeugt, laufen eben in fast dieser sitzenden Haltung, dieses Krumme. Also deswegen kann ich wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr lange jung aussehen wollt, ja, ist es wirklich wichtig, diese Dehnung und Aufrichtung und auch das richtige Training, ja, weil sonst trainierst du in die falsche Richtung rein und das sieht halt mit dem Alter einfach scheiße aus. Also du siehst halt schneller alt aus. Michi. Danke, Hendrik. Ich muss natürlich mal einhaken. Wir haben ganz schön viele Fragen, die da gekommen sind, was mich sehr, sehr freut. Und es ist auch ein Verlangen danach, auch die ein oder andere Übung mal kurz praktisch aufzunehmen, wie die Dehnung geht. Vielleicht können wir das gleich nochmal mit einbauen. Aber ich will einfach mal oben beginnen, sodass wir mit den Fragen da auch wirklich durchkommen. Das hatten wir versprochen. Es geht im Kern darum, das kam jetzt 3-4 Mal, Dehnübungen für die Hüfte. Also was wir da empfehlen, wie sowas aussehen kann
und wie das in der Praxis gut umsetzbar ist. Also Barbara. Nein, also da muss ich noch was vorneweg stellen, weil wenn du da wirklich ein Problem hast, ja, dann ist es wirklich so, dann ist der Psoas so dermaßen angespannt, ja, dass du da gar nicht richtig reinkommst. Ja. Und wir haben in unseren Clubs ein Tool, das ist ein Trigger-Tool, das ist irgendwie überhaupt nicht bekannt. Das hat wohl einer erfunden, der selber wohl ein massives Problem hat. Das sind zwei solche Kamelhöcker. Und wenn ich mich, und die passen genau neben meine Hüftknochen rein, und ich komme damit perfekt auf meinen Psoas. Das tut saumäßig weh. Ja, wenn welches du da Tool ist das? Hast du es da? Wir haben es hier in dem Club leider nicht. Ich kann es nicht zeigen. Ich wusste nicht, dass wir nach München fahren. Wenn wir das in Bornheim oder Bockenheim, da haben wir es. Oder ich habe es auch zu Hause, weil ich das brauche. Also es gibt es bei Perform Better. Ich hoffe, dass die es noch haben. Das war. Aber gibt es auch einfache Hüftübungen, was man trainieren oder kann? Oder du nimmst einen Ball. Ja, mit dem Ball geht es auch ganz gut, aber nicht so intensiv. Ja. Und ansonsten ist es der Ausfallschritt, wo du mit reinkommst, aber auch nicht so wirklich. Also wenn du tatsächlich ein Problem hast, musst du vorher triggern. Sonst geht es wirklich gar nicht. Also Ausfallschritt ist dieser hier, oder wie? Ja, wie man das hier sieht, ja? Ja, den, genau. Aber jetzt kommt es drauf an. Jetzt war der Henrik, der hat eigentlich gar kein Hohlkreuz, der war jetzt im Hohlkreuz. Ne? Okay. Vielleicht, Daniel, hast du es gesehen? Also so geht es nicht. Das ja, der hat, sagen wir so, die Wirbelsäule gestreckt. Ist ja kein, also würde ich jetzt aber nicht unbedingt negativ betrachten. Geh nochmal rein in die Position, weil faktisch gesehen, der Henrik geht jetzt ja in die Streckung und damit intensiviert er dann auch die Dehnung. Das ist kein Hohlkreuz. Also Hohlkreuz wie ein Begriff würde ich eh nicht verwenden, weil das eine Pathologie ist. Also faktisch gesehen, Gesäß anspannen, spann mal den Hintern an, Henrik. Bleib mal in der Position. So, Po anspannen, Gesäß anspannen und die Wirbelsäule strecken. Also macht man natürlich auch bei Leuten, die jetzt keine Rückenprobleme massiv haben. Dann wirst du etwas, und das hintere Knie ein bisschen weiter zum Boden führen. Die Belastung auf das vordere Bein, genau, Kopf gerade. Mit der Wirbelsäule, genau. Und jetzt kannst du theoretisch die Hüfte nach vorne schieben. Dann kommst du etwas intensiver in die Dehnung. Genau, da hat die Doreen beim Yoga, die hat einen unglaublich guten Ansatz gehabt. Ja? Und den fand ich wirklich exzellent. Das muss ich wirklich sagen. Weil die Doreen hat wirklich etwas anderes gemacht. Die hat gesagt, die ist in diesen Haus, also da reingegangen. Und sie hat das hintere Bein erstmal gebeugt lassen. Und jetzt hat sie gesagt, so, und jetzt erstmal in der Hüfte hier aufrufen. Gut. Ja, dieses Aufrichten hier und jetzt versuchen, nach hinten zu schieben. Ja, und dann kommst du wirklich da in eine Dehnung rein. Ja, und das Ganze kannst du dann auch von unten am Boden machen. Hier erstmal aufrichten. Der Thomas winkt. Ja, also. Ja. Iliopsoas und Iliacus, ich sag mal so, wenn du die erreichen willst, die sind ja mit der BWS und der LWS komplett nennen wir es mal, verwachsen. Da ist es sogar sinnvoller, letztendlich halt in die Streckung zu gehen, weil beide beugen ja die Wirbelsäule in die Flexion und die Hüfte. Und dann ist ja wieder die Gegenbewegung Extension, also sprich die Streckung. Deshalb würde ich da, also immer vorausgesetzt, man hat jetzt, deshalb ist es immer schwierig, individuelle Tipps zu geben. Leute können in die Wirbelsäulenstreckung gehen, die keine Probleme in der Wirbelsäule haben. Also sprich jetzt in die Facettengelenksarthrose, was auch immer halt. Aber ansonsten halt ist eine Streckung an sich, wenn es nicht ruckartig gemacht wird, also sprich kontrolliert gemacht wird, eine wunderbare Sache. Und ich meine, im Endeffekt, der Effekt sollte ja da sein, dass man so einen Zugreiz, also spürt, dass das Gewebe etwas auseinandergezogen wird. Und auch da nochmal ganz kurz einzuhaken, also mit diesen Tools, von denen du gerade gesprochen hast, Barbara, wenn das intensiv wehtut, das ist kontraproduktiv, weil man muss immer eins sehen, das ist kontraproduktiv, weil faktisch gesehen, es ist Schmerz und Schmerz ist fürs Gehirn, fürs Nervensystem erst eine Bedrohung. Was ist die Reaktion? Macht wieder zu, weil wenn wir uns wehtun, wenn wir uns den Finger schneiden, zucken wir auch zusammen. Und das sind Tools aus der Therapie. Da bin ich immer, also das funktioniert, aber dann würden die Leute unreflektiert da irgendwelche Dinge machen und massiv in die, sag ich mal, Strukturen da einwirken. Da würde ich nicht wissen, wie viele Leute da auf der Strecke bleiben. Also mit einem Therapeuten ist jedes Tool sinnvoll, mit einem Trainer ist jedes Tool sinnvoll, der die Dosierung halt auch dann steuern kann. Aber ansonsten, no pain, no gain, die Sache, da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit. Jetzt nicht Barbara, Trainingsprofi, ja, das wissen wir. Nein, aber Daniel, das ist nichts anderes wie beim Triggern auch. Ja, du bist auf dem Triggern drauf,
Und der tut dir erstmal weh und das lässt dann nach. Ja, aber Barbara, du hast die Erfahrung oder wir haben die Erfahrung. Aber letztendlich halt, das genau. Ding ist halt, also Triggerpunkt ist ja auch ein therapeutisches Tool. Und dieser Psoa-Ride, ich glaube, von dem sprichst du, dass dieses Ding da. Das ja. ist schon also hardcore im Endeffekt. Für einen Therapeuten, für einen Trainer, für eine Person, die wirklich Körpererfahrung halt hat, ist es wie intensives Training. Ich meine, wenn wir ins Training an die Grenzen gehen, wir können das kontrollieren, ab wann ist es zu viel. Das können aber viele halt nicht. Und wenn dann irgendwelche Probleme da sind, dann wird es eher in die falsche Richtung gehen. Also eher. Ja, man kann nicht unterscheiden. Also, ja. Thomas, ich mag mal kurz einhaken, weil wir haben noch sehr, sehr viele Fragen offen und es ging ja jetzt um das Thema Praxis, Übung etc. Wir wissen, das Webinar, wie wir es hier machen, um da keine falschen Erwartungen zu haben, ist jetzt nicht darauf aussieht, dass wir groß Praxis aktiv werden, einfach auch wegen der Kameratechnik. Ich lade alle hierzu ein, die wir heute mit dabei haben, mit uns auf ein Praxistraining dehnen, vollwertig eine Stunde. Wir haben bei uns einen virtuellen Club eingerichtet, jetzt im Rahmen vom Lockdown. Da gibt es dann auch aus zwei Perspektiven Kameras, sodass man das wirklich sauber und gut einmal in einer Stunde mal so ein Dehnprogramm durchmachen kann und dann wirklich anatomisch auch erklärt, was macht Sinn und was macht nicht Sinn. Und ich schreibe da einmal jetzt in den Chat meine E-Mail-Adresse. Da kann jeder Teilnehmer, der Lust hat, mir eine E-Mail schicken und ich werde euch dann zum entsprechenden Training einladen. Das organisiere ich, weil ich möchte die ganz vielen tollen Fragen, die wir hier noch haben, auf keinen Fall unbeantwortet lassen, weil da wirklich gute dabei sind. Und gerne, Thomas, auch eine Frage direkt an dich hier mit reingeben. Da geht es ums Thema Radsport. Was du für Dehnübungen nach dem Radsport empfiehlst? Also was ist da sinnvoll? Ja, also es gibt ja sportspezifisch, gibt's Sportarten, wo die Muskulatur ein bisschen Probleme macht beim Radsportler. Er sitzt in einer runden Haltung jetzt, nehmen wir mal einen Rennradfahrer oder einen Triathlet, der sitzt in einer vorgebeugten Haltung, der Kopf ist überstreckt, also hier die Brustmuskulatur ist in einer, sag ich mal, verkürzten, gehaltenen Position. Da ist natürlich dieses Gegenspiel, dieses Öffnungsmuster ganz wichtig. Das heißt also Brustmuskulatur dehnen, überstrecken auch mal Oberschenkelrückseite, also die Beinmuskulatur, Vorderseite, Rückseite, vor allem die Rückseite dehnen, Wadenmuskulatur eventuell noch dehnen. Das ist da ganz wichtig. Man muss schauen, ich weiß nicht, hast du Probleme mit den Adduktoren, Michael, beim Radfahren? Die Frage kam nicht von mir, also ich persönlich habe keine Adduktorprobleme, aber die Frage kam in der Tat von einem Mitglied vom Norbert, der eben wissen wollte und auch die Sabrina ist darauf eingestiegen, dass sie das auch interessieren würde. Ja, also wie gesagt, wenn du jetzt Fußball spielst, dann sind die Adduktoren eher so ein Schwerpunktthema. Beim Radfahrer ist es oft Oberschenkelrückseite, Gesäßmuskulatur, Rücken aufrichten, Brustmuskulatur. Das heißt also, da würde ich in der Hinsicht einen Stellenwert drauflegen und vor allem mal schauen, wo sind Beweglichkeitsdefizite. Das heißt also, wenn man das mal untersucht oder mal austestet, dann kann man dementsprechend auch individuell ein Beweglichkeitsprogramm zusammenstellen. Also pauschal würde ich da jetzt sagen, auf jeden Fall Brustdehnen, Wirbelsäuleaufrichtung ganz wichtig, dann auch Trapezmuskulatur, oberer Anteil würde ich da in dem Bereich dehnen und Oberschenkelrückseite. Ist da als Test der Functional Movement Screen geeignet? Weniger. Also da würde ich eher schon Beweglichkeitstests machen. Da gibt es ja von Yanda, modifiziert nach Yanda, einige Beweglichkeitstests, die man dann durchführt. Es gibt für jedes Gelenk einen Beweglichkeitstest, um zu schauen, wie gut ist die Beweglichkeit. Und wichtig ist dabei aber nicht jetzt den Normwert zu nehmen und zu sagen, das ist so viel Grad, das ist die Norm, sondern zu schauen, wie ist das im Rechts-Links-Vergleich. Gibt es da rechts-links Unterschiede und das kann natürlich auch mit dem Gelenk zusammenhängen. Das muss man also dann dementsprechend mal ausprobieren und das ist individuell. Also ein Beweglichkeitstrainingsplan kann man genauso zusammenstellen wie ein Ausdauertrainingsplan, wie ein Krafttrainingsplan. Das kann man genauso zusammenstellen und das können die Trainer bei uns, die können das also alle machen. Ne?
Und vor allem muss man noch eine Sache zur Ergänzung auch die Frage ist beantworten, wenn man jetzt auf Radsport eingeht oder generell auf Fußball, auf andere Sachen, ist der Grund der, nennen wir es mal, Verspannung, ist das mangelnde Kraft oder mangelnde Beweglichkeit? Was hat man ja auch oft, das ist ja so ein gewisses Vorurteil, das hört man immer wieder im Club, ich brauche kein Beintraining, weil ich spiele Fußball oder ich gehe Fahrrad oder fahre Fahrrad oder gehe laufen. Und dann ist es oft so, dass die Muskeln, das ist meistens so ein Thema Ischokoral, also Oberschenkelrückseite, die sind einfach, und Gesäßmuskulatur, die sind einfach zu schwach und verspannen deshalb reflektorisch, weil wenn sie dann beansprucht werden, total überfordert sind. Das Gleiche beim Radsportler halt, die, sage ich mal, der Bereich oberer Rücken, Nackenmuskulatur, Muskulatur, Schulter, Gürtel im Allgemeinen, die verspannen oft deshalb, weil die einfach in Anführungsstrichen zu schwach sind. Also was ja nicht heißt, da kloppt man dann einfach Gewichte drauf oder gibt dann Krafttraining stumpf vor, sondern eine Kombination aus beidem. Also deshalb, wie Thomas sagte, halt die, das individuelle Zusammenstellen eines Beweglichkeitsprogramms impliziert dann logischerweise auch Krafttrainingsübungen, dann natürlich mal mit dem Augenmerk auf eine volle Bewegungsamplitude und auf die Fähigkeiten, die koordinativ gegeben sind. Also ja. Aber nochmal auf den Radfahrer zu kommen, also da finde ich schon ganz wichtig, weil ein Radfahrer sitzt wieder. Es ist wieder in der sitzenden Haltung, ja. Und ich denke, auch da ist eine Hüftstreckung, ja. Ne? Mobilität in der Hüfte, sehr wichtig. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ihr fangt die ganze Zeit immer mit dem Iliopsoas an. Ne? Das ist so, wie wenn ich jetzt sage, wir machen einen Englischkurs und machen direkt Business Englisch, haben die Basis noch nicht drauf. Weil wichtig ist zuerst mal zu verstehen, wie dehnt man denn richtig einen Muskel. Das heißt also, da gibt es Grundsätze, die man beachten sollte. Und einer dieser Grundsätze ist natürlich Gelenkentstellung bei mehrgelenkigen Muskeln. Das heißt, ich muss erstmal wissen, was hat der Muskel für eine Funktion. Dann muss ich wissen, welche Gelenke werden von diesem Muskel jetzt sozusagen bewegt. Und dann muss ich ein Gelenk nach dem anderen in die Entstellung bringen. Und dann hast du auch eine Möglichkeit, die Zielmuskulatur zu erreichen. Wir dehnen oft irgendwo und es zieht und meinen direkt, das ist eine Muskeldehnung. In Wirklichkeit ist es vielleicht nur ein Nervenzug durch so Kombinationsbewegungen. Wir sehen ja manchmal, dass die Leute da so machen. Moment, wo ist die Kamera? So und sagen, ich dehne jetzt meinen Bizeps, ne? Also ein Armmuskel. Das heißt also, wenn ich jetzt hier die Hand habe, die Bewegung hat mit meinem Bizeps, der hier sitzt, überhaupt nichts zu tun. Ich spüre aber trotzdem den Zug hier in meinem Ellbogengelenk. Das ist aber dann kein Muskelzug, sondern das ist einfach nur ein Nerv, der lang gezogen wird. In dem Moment nimmt der Druck in dem Nerv zu und dann sagt der Aua. Und beim Dehnen meldet aber der gleiche Nerv, meldet aber auch diese Zugspannung. Und deswegen ist es für uns sehr schwer zu entscheiden, ist das jetzt ein Muskelzug oder ist das jetzt eine Nervendehnung? Auch dafür gibt es spezielle Tests, wo man das mal ausprobieren kann. Und aber das kann man nicht so an der Kamera so 1, 2, 3 erklären. Deswegen, da ist es schon wichtig, individuell sich mal das Ganze anzuschauen. Und die Trainer, die können euch da ganz genau Übungen zeigen oder wie auch der Michael gesagt hat, wenn das in einem YouTube-Video dann bei uns dann gemacht wird, dann kann man vielleicht darauf genauer eingehen. Also vielleicht nochmal ganz kurz, ich spreche auf keinen Fall von YouTube-Videos, weil ich bin überhaupt kein Verfechter von YouTube, weil da macht es mir jemand vor, ich mache es nach, ich weiß aber nicht, ob ich es richtig mache, sondern ich spreche wirklich von einem Training, wo der Trainer mich auch sieht und man interaktiv... Michael, das habe ich gemeint. Da hast du recht, ja. Kein YouTube-Video. Ich bin überhaupt kein Freund von den ganzen on-demand aufgezeichneten Sachen. Stimmt. Daniel, Frage an dich. Geht um Split-Trainingsplan. Sollte ich bei einem Split-Trainingsplan nur die Muskelgruppe dehnen, die ich auch trainiert habe, oder eben dann auch alles in einer Dehneinheit? Ja, also sag mal so, das kommt jetzt wieder, also wie ich es eben schon mal gesagt habe, also Dehnen, wenn ich es jetzt nicht intensiv mache, ist es theoretisch wurscht. Wenn ich es intensiv mache, also intensives Dehnen, dann würde ich das immer von den zu trainierenden Muskeln wenigstens ein paar Stunden getrennt sehen. Jetzt könnte man den Ansatz fahren, beispielsweise Oberkörper-Unterkörper-Split, dass man an dem Tag, wo man das Unterkörpertraining durchführt, dass man dann den Oberkörper intensiv dehnt. Ja, könnte hinhauen, aber dann kommt es darauf an, was für Übungen man macht. Jetzt beispielsweise eine Übung wie Kreuzheben, die ist zwar primär für den Unterkörper, also sprich Hüfte abwärts, aber dadurch, dass ich die Hand ja fest umgreife, werde ich auch meinen Oberkörper involvieren. Und also da würde ich sagen,
unabhängig vom Split-Programm, intensives Dehnen, immer so ein paar, sagen wir mal, Stunden Zeit versetzt. Wie viele Stunden das sein müssen, ist schwierig zu sagen halt, aber ich sage mal, wenigstens mal 2 Stunden Zeit versetzt davon. Ansonsten wieder die alte Prämisse, ob jetzt Ganzkörpertraining oder Split-Programm, moderates Dehnen vorher oder nachher ist kein Problem. Das kann man dann auch letztendlich halt an die Muskeln, wie beim Mobility oder beim Vorbereiten, wie wir schon gesagt haben, würde ich dann die Muskeln involvieren, die dann auch dann im Folgenden trainiert werden, wohlgemerkt dann aber moderat. Und moderat ist natürlich jetzt eine subjektive Geschichte. Ich würde sagen, so ein Dehnreiz, der sollte, wenn man jetzt mal von 0 bis 10 das Ganze skalieren würde, also 10 wäre der maximale Dehnreiz, ich würde fast sagen Schmerz, dann würde ich da nicht über eine 6 hinausgehen. Also sprich, dass man ein bisschen was spürt, aber nicht mehr. Okay. Weil die Frage öfters kam, gibt es da so eine Faustregel, wo man sagt, wie lange man eine Dehnung durchführen sollte? Ja, das spürt man ja. Also ich sage mal so, das ist jetzt natürlich wieder bei einem intensiven Dehnen der Fall. Dann merkt man ab einem gewissen Punkt, dass der Dehnreiz nachlässt. Und dann ist damit auch eigentlich der Dehneffekt mehr oder weniger nicht mehr gegeben. Und dann kann man aufhören. Ja, so ist das eigentlich zu beantworten. Wie lange ist es ungefähr normalerweise? Also wir hatten vorhin mal gesagt, hat der Thomas gesagt, so 7-8 Sekunden ja, in diese Endstellung. Ja, vor dem Training. Vor dem Training und nach einem Dehnen hast du irgendwas von 30-40 Sekunden ungefähr. Ja, da gibt es Unterschied, geht von einer Sekunde maximale Dehnung bis 72 Stunden Dauerdehnung, gibt es alles in der Literatur zu finden. Der Stefan Schönthaler, der hat da eine Doktorarbeit geschrieben mal über Beweglichkeitstraining, die wurde auch sehr stark publiziert und auch sehr gehypt und er hat das auch wirklich sehr gut gemacht und dem haben wir dann mal so 30 bis 45 Sekunden konnten wir den beim statischen Dehnen dann so entlocken. Das ist so die Dehndauer, die man dann auch nicht überschreiten braucht, wenn man so. Jetzt kommt es natürlich davon an, Henrik, dehnen heißt, bringt nur dann was, wenn man es regelmäßig macht. Und wenn ich jetzt zu dir sage, dehne 3 Sätze, 5 Übungen, 45 Sekunden und du sagst, boah, ey, das ist ja so lange, da mache ich das lieber nicht und dann bringen die 45 Sekunden auch nichts. Also da ist mir lieber, du dehnst 10 Sekunden, 2-3 Sätze und machst das regelmäßig, wie dass du 45 Sekunden nicht dehnst. Ne? Das muss man immer sehen. Ganz wichtig. Wir haben, glaube ich, noch etwas ganz vergessen, was beim Dehnen auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist nämlich die Atmung. Also viele Leute halten beim Dehnen einfach die Luft an, ne? Und dann kannst du einfach nicht dehnen. Richtig. Ich weiß, der Ausatmung kannst du besser dehnen normalerweise, ja. Oder? Ist ja parasympathisch aktiv, genau. Es gibt Dehnmethoden, wo man also versucht, dann jetzt so ein bisschen Spirit ist das dann schon, dass man sagt, man versucht den Schmerz auszuatmen. Das heißt also, das geht immer um Bewusstsein, ne? Also den Schmerz aufzunehmen, dann durch die Idee, den Schmerz auszuatmen, auch ein bisschen stärker parasympathisch zu werden, einfach damit man in einen Entspannungszustand kommt. Und das ist eigentlich das, was letztendlich wichtig ist. Dehnen hat was mit Entspannung zu tun. Wenn ich da AC/DC im Hintergrund höre und rumster, bumster und um mich rum klimpert alles, dann werde ich natürlich nicht den gleichen Effekt haben, wie wenn ich jetzt vielleicht eine Musik höre, die mich entspannt, die mich so ein bisschen runterholt, vielleicht auch andere Lichteffekte, dann ein bisschen ruhiger das Ganze, das bringt also dann schon einen größeren Effekt. Also ich bin immer so ein bisschen anders als die Wissenschaft. Ne? Ich gehe immer so nach Erfahrung bei mir. Ne? Also was tut mir gut und was nicht. Und da muss ich wirklich sagen, wenn ich dehne, dann bleibe ich wirklich sehr lange in einer nicht in der Position drin, sondern ich atme aus, gehe mehr in die Dehnung, ich atme ein, komme wieder ein bisschen raus aus der Dehnung, ich atme aus, gehe wieder rein. Und das kann ich aber tatsächlich dann auch länger. Weil es gut tut. Gebe ich dir vollkommen recht, Barbara. Für dich ist das gut, weil dir das gut tut. Aber trotzdem kann man dann nicht sagen, das kann ich mit jedem gleich machen, sondern man muss immer schauen, was tut dem Kunden gut. Und
Da kann es beim Henrik und bei mir wäre eine kurze Dehnung wahrscheinlich, wird schon vollkommen ausreichen. Bei dir ist es so, du kannst das wesentlich länger machen und du stehst ja auch auf diese Triggerpunkte, auf diese Schmerzen, weil es dir gut tut. Das heißt aber nicht, dass das bei jedem dann gleich gut tut. Ne? Deswegen muss man da immer aufpassen. Immer, wenn Stress ausgelöst wird, ist es schlecht. Und das müssen wir vermeiden. Thomas, Daniel, ich fasse mal ein paar Aussagen und Fragen von Tino zusammen. Ja. Der schreibt, wir kommen sicherlich noch zu einer Definition, da wir bis jetzt eher von einer Gelenkbewegung sprechen oder Dehnung eines Nervs, nicht von der Muskulatur. Ist das Training eines Muskels im Full Range of Motion eher interessant anstatt Dehnen? Fragezeichen. Denn seiner Meinung nach als Physio ist es weder davor noch danach. Also ein bisschen noch zusammenhängende Aussagen, die da sind, die wir vielleicht mal irgendwie zusammen klabustern. Hängt ja alles also zusammen. Dem Timo ist eine Frage vorher und danach, die hatten wir ja schon angesprochen. Die Frage ist immer, was bezwecke ich mit dem Dehnen? Möchte ich Mobility machen, einfach meine Beweglichkeit mal testen, was ist alles möglich? Dann kann ich das vor dem Training super machen, nach dem Training, wie gesagt, eher ein Cooldown und dann warten, damit diese Mikrotraumen, falls Mikrotraumen entstanden sind. Der Timo hat auch reingeschrieben, nach 48 Stunden, da tut ihm das am meisten weh. Da muss ich noch mal kurz einhaken. Ein Profisportler, nehmen wir mal einen Eishockeyspieler, einen Profispieler, der hat 48 Stunden nach dem Training, hat er keine Schmerzen in der Muskulatur, weil er dann schon wieder im nächsten Training steht. Das heißt also, wenn ich 48 Stunden nach dem Krafttraining Schmerzen in der Muskulatur habe, dann würde ich mich mal hinterfragen, ob das vielleicht schon ein bisschen zu intensiv war. Und vor allem ist ja auch alles. Also ich meine, im Endeffekt wird ja alles involviert. Also es ist ja nicht entweder der Muskel oder der Nerv oder wie das mit dem ganzen Faszien-Thema auch immer so isoliert dargestellt wird. Wenn man eine Bewegung in der vollen Amplitude durchführt, wird ja alles involviert. Also daher muss man natürlich auch wieder individuell halt sehen, wenn man jetzt irgendwo in diesem System, also sprich deshalb auch diese Definition atroneuromuskulär, in dem System irgendwo entweder einen Schwachpunkt oder einen Schwerpunkt setzt, dann muss man natürlich das auch mit berücksichtigen. Also da heißen, dass die Effekte, oder da sind wir auch wieder bei dem Punkt, was wir eben auch schon zweimal gesagt haben, und die Dosierung des Dehns und so ein Dehnprogramm, das muss man wirklich mal ganz individuell auf das abstimmen, was man mit dem Dehn bezwecken will. Und wenn man das Dehn, was ja auch wieder von der, sagen wir, Empirik halt nachweisbar oder nachgewiesen wurde, wenn es einfach mal in Anführungsstrichen ums Wohlempfinden geht, was ja mit das Wichtigste ist, deshalb geht man ja im Regelfall halt einer Aktivität halt nach, dann sollte man eben entsprechend auch eine moderate Form der Dehnung halt letztendlich bevorzugen. Moderate Form heißt jetzt nicht nur, wie groß oder ist die Bewegungsamplitude, sondern ich sag mal, wie wenig komplex ist die Ausführung. Also das soll ja entspannen und dann kommt auch der Effekt. Und ansonsten, wenn man da mit irgendwelchen neu modernen Tools rangeht, kann das relativ genau das Gegenteil halt bewirken. Also ich habe da mit den ganzen Sachen auch so Triggerpunkt-Geschichten keinen Stress, aber es ist schon schwierig heutzutage, kauft man sich den Kram im Internet, bei Amazon oder wo auch immer halt und macht sich da letztendlich halt das Leben zur Hölle. Also nicht jeder, aber wie gesagt, bei vielen kann das der Fall sein halt. Also deshalb, es führt meines Erachtens keinen Weg dran vorbei, das Ganze zu individualisieren und sich von einem Trainer, Trainerin, Therapeuten, also von einem Bewegungsexperten halt da entsprechend halt einen dosierten individuellen Plan geben zu lassen halt. Okay. Daniel, der Tobi hatte noch eine Frage. Seine Trainingsroutine besteht in der Regel aus Warm-up, Dehnen, Mobilisieren, untere Rücken und Beine und dann eigentlich die eigentliche Trainingseinheit. Dann das Ausdehnen, meist an den Tagen, an denen er nicht trainiert oder wenig trainiert. Hauptziel ist, aufrechtzuerhalten der maximalen Beweglichkeit beim Kickboxen. Gibt es da noch Ansatzpunkte zur Verbesserung? Also Thema Ausdehnen wäre im Endeffekt halt das, was man nach dem Training macht, also Ausdehnen oder wenn er jetzt damit das intensive Dehnen meint, dann ist es richtig, also sprich, das sollte man dann, wie gesagt, zeitversetzt nach der eigentlichen Trainingseinheit durchführen, dadurch, dass er, denke mal, auch das mit dem Kampfsport als primäre Trainingseinheit sieht, ist da letztendlich ja die volle Bewegungsamplitude, auf die es ja ankommt und die auch Ziel des ganzen Warm-ups, Cooldowns, Dehnen und so weiter halt ist, damit ja gegeben. Also im Endeffekt ist ja das Schöne auch, durch das Training als solches, sprich jetzt Kampfsport, überprüft man ja selbst, inwieweit
die Effekte gegeben sind. Also sprich, vergrößert sich die Bewegungsamplitude oder bleibt sie aufrechtzuerhalten? Ist das der Fall? Macht er alles richtig? Was man natürlich auch das noch mit in Betracht ziehen sollte, ist eher wieder so das Thema, nennen wir es mal Stress und auch neuronales System, inwieweit das, was er macht, produktiv oder überlastend halt ist. Also sprich, man kann zu viel machen, man kann auch zu wenig machen. Also eigentlich beantwortet man sich die Frage in dem Sinne schon indirekt selbst, funktioniert es? Also sprich, ist seine Bewegungsamplitude für ihn ausreichend? Oder in dem Fall kann man ja direkt das beziehen, ist die Bewegungsamplitude ausreichend? Nimmt sie zu, nimmt sie ab? Und wenn jetzt, sagen wir mal, sie abnimmt oder stagniert auf einem unerfreulichen Niveau, dann müsste man letztendlich halt prüfen, liegt es an der Gelenkigkeit, was wir eingangs schon mal gesagt haben, oder liegt es vielleicht einfach an den nicht korrekt ausgeführten Bewegungen oder eben, dass er zu wenig macht oder eben, dass er zu viel macht. Also das kann in alle Richtungen halt gehen. Deshalb auch hier wieder die Antwort kann er sich im ersten Mal selbst geben. Funktioniert es? Tobi, Bewegungsamplitude nimmt tendenziell zu, wie ich gerade lese. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Was man natürlich auch wieder mit dazu nehmen sollte, darf keine Schmerzen machen. Also sprich, dass man manchmal, das sind wir wieder im Thema Gelenkigkeit, die Bewegungsamplitude vergrößert, aber auf Kosten letztendlich der Struktur. Und dann kriegt man ja dankenswerterweise das Feedback von seinem Körper, das tut mir weh, also stimmt da was nicht. Wenn das nicht der Fall ist, also die Bewegungsamplitude nimmt schmerzfrei zu, dann machst du alles richtig, Tobi. Okay, perfekt. Und würdet ihr empfehlen, dass man eine separate Trainingseinheit macht zum Dehnen? Also, dass man wirklich sagt, heute ist meine Einheit Dehnen? Ja. Wenn man will. Ja, also Geschmackssache, ne? Also klar, isoliert ist immer im Endeffekt halt fokussiert auf das, was man eben letztendlich bezwecken will. Nachteil ist natürlich der Zeitaufwand. Aber dann sind wir beim Thema, was Barbara auch meinte. Wenn es dir gut tut, also wenn bei uns allen doch das Gleiche, was mir gut tut, das mache ich freiwillig gerne länger, da habe ich gar keinen Stress mit. Was mir nicht gut tut, dann bin ich froh, wenn ich schnell aus der Nummer raus bin oder wenn ich da eben keinen direkten Mehrwert sehe. Deshalb muss man sich immer hinterfragen, das, was ich tue, bringt mir das was? Wenn ja, investiere ich. Also mehr Zeit, mehr Aufwand von mir aus. Wenn es mir nicht gut tut oder mir nichts bringt, ja, dann letztendlich halt mache ich entweder was falsch oder ich bin schon am Ziel, ohne es zu merken. Halt. Also sprich volle Gelenkigkeit oder Gelenkbewegungsamplitude. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich es auch letztendlich halt mit weniger bezwingen. Prima. Was wenn ich nochmal eingrätsch, was mir immer auffällt, ist, die eh sehr beweglich sind, die siehst du ständig dehnen, und die vielleicht die Beweglichkeit nötig hätten, die dehnen nicht, ne? Und deswegen, da muss man vielleicht auch hier wieder ein bisschen aus der Komfortzone mal rausgeholt werden. Und das bringt der Trainer dann wieder, weil der Trainer, der macht manchmal mit mir Sachen, wo ich keine Lust drauf habe oder wo ich selber vielleicht nicht machen würde, ne? Ich würde nur Bizeps Curl trainieren, damit der Arm im Schwimmbad gut ausschaut. Aber der sagt dann auch mal, du musst da mal eine andere Muskelgruppe trainieren. Und das sieht ja der Trainer, der ist ja darauf geschult. Und genauso macht das auch der Therapeut. Der Therapeut, der guckt sich ganz genau an, was braucht der Kunde. Und dementsprechend wählt er dann auch das Training aus, das man dann auch macht. Prima. Hendrik, wir sind auf jeden Fall durch die Fragen durch. Es waren noch einige dabei, die eben spezifisch nach den Übungen mit dabei waren. Da haben wir ja gesagt, machen wir ganz klar, ich sage es jetzt mal, kein klassisches Dehnprogramm, aber wir machen das wirklich mal in einem Kurs, sodass das alle auch sehen können. Gehen wir mal wirklich nicht nur theoretisch, sondern auch Praxis durch die Dehnübungen durch. Ich glaube, da kann man am besten erklären, um was es beim Dehnen denn wirklich geht. Das Webinar hier gilt ja auch ein bisschen darum, so Mythen rund um sportliche Themen, Trainingsthemen auch ein bisschen aufzugreifen und da einfach auch drüber zu diskutieren. Da die Frage ganz am Anfang da war, ob man das Video auch nochmal nachträglich anschauen kann. Ja, das kann man auf jeden Fall. Wir zeichnen das auf und das ist auf unserem YouTube-Kanal auch hinterlegt. Und das ist jetzt für alle neu. Ihr könnt die Webinare ab sofort, das heißt seit heute, auch auf unserer Homepage direkt nochmal anschauen. Geht einfach mal drauf. Ich habe euch oben einen kleinen Call to Action reingemacht. Wenn ihr da auf die Primetime Fitness Homepage klickt, in Rot, kommt ihr dann nachher drauf. Und dann seht ihr schon die beiden Webinare, Training und Ernährung. Klickt mal rein und unten drunter seht ihr dann auch alle Themen, die wir in den letzten 37 Wochen behandelt haben, auch aufgelistet und könnt ihr euch dort anschauen. Die werden dort live hochgezogen aus unserem YouTube-Kanal. Also das mal so als ganz einfache Veranschaulichung, was wir da so alles getan haben. Hendrik,
gerne noch an dich. Ausgezeichnet. Das ist gut wichtig, dass wir praktisch, glaube ich, schon die zweite Sache. Wir hatten letztens auch ein Webinar, wo wir auch eine Praxis zu machen. Das finde ich natürlich toll, weil wir haben ja extra unser Studio dafür eingerichtet. Und das wollen wir noch ein Setup im neuen Jahr finden und auch Terminen, welches wir da mehr auf Praxis ausgehen. Und ich denke, was die Webinare immer sollen, der theoretische Teil ist natürlich eine Sensibilisierung für das Thema. Und ich denke, mir geht es auch immer so, wenn man drüber spricht, sagst du, ja, ruhig den Trainer auch ansprechen. Ja, weil manchmal ist es auch so, dass der Trainer nicht sofort sieht, welches Bedürfnis man hat. Sondern wenn ihr natürlich jetzt hier mit dem Trainer, ihr wisst ja, auch im Lockdown haben wir ja sowohl in Frankfurt wie auch in München haben wir die Outdoor-Trainingsplätze. Ja, wir haben Online-Training. Also ihr könnt auch gerne, die jetzt hier dabei sind, bucht doch einfach mal eine Online-Trainingssession. Auch dort könnt ihr dem Michi schreiben, also Michael Remlinger schreiben. Hey, ich möchte so eine Online-PT-Session haben, weil da kann man das super durchgehen, solche Sachen, ja, und auch Tipps für zu Hause, denen das zu machen und auch ein paar Übungen zu zeigen. Nein, könnte man ja online drin, also drin, online, ja, könnte man drin. Online machen, und wenn wir jetzt hier Nicht-Mitglieder unter uns haben, schaut gerne mal auf unserer Homepage auch vorbei, da habt ihr den Reiter oben Virtual Club. Da gibt es auch drei Optionen, wie ihr mit uns auch da längerfristig zusammenarbeiten könnt auf virtueller Basis. Gern mal reinklicken, da haben wir einige Möglichkeiten für euch zusammengestellt. Also ich glaube, wir haben das Thema auch für mich persönlich wieder mal sensibilisiert, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich zum Beispiel mit der Yoga-Klasse von der Doreen auch sehr wohl. Ja, da ist viel Dehnung und Beweglichkeit drin und das macht immer viel Freude. Und es ist auch nicht so ein Yoga, wie die Barbara immer sagt, so mit und so, sondern das ist wirklich eigentlich ein, wie sagt man da, Thomas, das ist wie sagt man da, so ein Sport-Yoga ist das, wie sagt man das, oder? Ja, ja, also es wird die Übungen gemacht und es wird jetzt nicht diese spirituelle Aspekte in den Vordergrund gestellt. Ich sag mal europäisches Yoga vielleicht oder deutsches Yoga oder wie immer man das nennen möchte. Das sind die Übungen, die im Vordergrund stehen. Ja, und ich muss sagen, kann ich auch nur empfehlen, echt top, und bin echt am Überlegen, ob ich das nicht ja, vielleicht sogar noch öfter machen sollte. Ich würde da nicht überlegen, wirklich? Thomas, einfach machen. Nicht überlegen, sondern machen. Ja. Top. Sonst noch ein Punkt. Haben wir alles durchgegangen, Michi? Soweit Fragen beantwortet? Ja, wir haben alles durchgegangen, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch zum Abschluss allen nicht natürlich ein freues und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, sondern ankündigen, was in den nächsten 3 Wochen euch nochmal erwartet. Denn die upcoming 3 Webinare, die euch erwarten im neuen Jahr, geht gleich am 4.1. weiter mit dem Thema Flüssigkeitshaushalt. Ich denke, da werden einige jetzt an Silvester ordentlich daran geschraubt haben, am Flüssigkeitshaushalt. Gucken wir mal, ob es der richtige war. Am 6.1., Henrik, werden wir mal ganz klar nochmal aufzeigen, was wir bei Primetime Fitness als Chance genutzt haben, um aus der Krise zu kommen, eben auch beispielsweise diese Webinare oder all unsere Online-Angebote. Da haben wir ja ein hybrides Geschäftsmodell entwickelt. Da werden wir mal genau drüber sprechen, was wir da alles gemacht haben. Und am 11.01. kommen wir zu einem Thema, da geht es ums Ernährungswebinar. Wie viel Fleisch ist denn eigentlich noch gesund? Also auch da mal nochmal ein aufreizendes Thema für den Thomas und für den Tim, dass wir das am Montag entsprechend gut beleuchten können. Und also genau das Gegenteil von unserem Veganen jetzt. Also da ist doch mal das Steak-Seminar quasi. Absolut. Cool. Na, aber dann möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, allen morgen einen guten Rutsch zu wünschen. Ja, wie gesagt, ich denke, wir alle sind froh. Also wir bei Primetime Fitness sind auf jeden Fall mal froh, das 2020 hinter uns zu lassen. Auf der anderen Seite denke ich, haben wir die Chance, in unserem Rahmen probieren, das zu nutzen. Und deswegen finde ich, macht mir riesen Spaß, wie viele auch hier teilnehmen. Es war jetzt, glaube ich, Webinar Nummer 37. Das wird auch das Ganze, ja, werden wir 52 durchziehen. Also das ist eine Institution geworden. Und dabei möchte ich ganz gerne alle, die hier teilnehmen, ganz, ganz herzlich danken. Und natürlich besonders hier unseren Referenten, also dem Daniel, dem Thomas, aber der Barbara und auch unserem Organisator, der immer die Themen auswählt.
das Ganze hier moderiert, die Fragen beobachtet, der Michi. Also ich denke, das ist ein super Format entstanden und ich bin wirklich mächtig stolz, wie das jede Woche hier klappt. Und auch mal montags reinhören, montags 18 Uhr, mittwochs 18 Uhr, das sind unsere beiden Webinar-Themen. Und auch bitte immer Anregungen reinschießen. Ich denke, wir haben hier ein super Netzwerk von sehr fachkompetenten Kollegen. Ich glaube, es gibt kaum eine Frage, die wir nicht beantworten können. Und ja, dann wollen wir mal schauen. Vielleicht die aus Frankfurt wünscht uns ein bisschen für Montag die Daumen drücken. Montag, 4.1. sind wir zusammen mit dem Sportkreis, den Vertretern der Vereine und dem Professor Dr. Thomas Wessinghage, auch ein Dozentenkollege von uns, bei unserem Frankfurter Oberbürgermeister und wollen ihn auch ein wenig motivieren, dass Sport und Gesundheit ja für alle wieder wichtig wird. Und er ist da eigentlich sehr aufgeschlossen, also vielleicht Montagabend bis die Daumen, Sportstadt Frankfurt, dass wir die bald wieder öffnen können, natürlich unter den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Also glaube ich, wir versuchen ja auf aller Front Gas zu geben und vielleicht kriegen wir eines Tages hier in München noch einen Termin von Markus Söder. Bis jetzt habe ich da keinen Kontakt, aber wer uns da helfen kann. Also ich glaube, wir können alle überzeugen, dass Sport gerade in der Krise das Wichtigste jetzt ist, Sportbewegung. Ja. Training. Ich denke, Impfung finde ich auch gut, also ich bin Impfbefürworter, aber ich denke, wenn dich irgendwas trifft, irgendeine Krankheit auf einem guten Trainingszustand, ist es auf jeden Fall besser, als wenn es dich in einem unfitten, untrainierten Zustand trifft. Und das ist unsere Message hier, die wir rüberbringen wollen. Du kannst alles im Leben besser meistern, wenn deine physische Gesundheit auf jeden Fall schon mal gegeben ist. Ja, und auf jeder Stufe gibt es Verbesserungen. Ja, also auch in meiner Dehnung gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Und deswegen nehmen wir das hier. Ich wünsche euch alles Gute, guten Rutsch und herzlichen Dank an euch alle. Macht's gut. Ciao. Alles Gute.